So, hallo, wir machen weiter. Bei Iwanamaker. Wir sind im Level I Wanna Reach the Regal. Und ja, ihr seht es richtig. Die Zeit ist deutlich vorangeschritten. Ich habe gerade 16 Minuten ohne Fortschritt aufgenommen. Und ich möchte euch die 16 Minuten ohne Fortschritt gar nicht zeigen. Deswegen hoffen wir mal, dass wir jetzt schneller vorankommen. Der Teil hier ist, ich sterbe einfach am häufigsten an diesem Aufstieg hier. Das ist somit die Problemstelle schlechthin. Okay, jetzt habe ich es mal wieder geschafft. Ja. Moin, stabil. Aber ich möchte euch diese 16 Minuten, die ich gerade aufgenommen habe, nicht. Es ist nichts passiert. Es ist faktisch nichts passiert. Ja, ich sterbe halt 15 Minuten lang an diesem Aufstieg. So, das passiert. Jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt hier besser durchkomme. Ich meine, je länger ich es spiele, umso besser werde ich. So, aber es muss jetzt nicht sein, dass ihr die vollen 16 Minuten hier seht, wie ich da oben verrecke. Weil es passiert effektiv sonst nichts. Und ja, deswegen hier der neue Part. In der Hoffnung, dass wir das jetzt schneller hinkriegen. Und wenn jetzt das immer noch wieder 16 Minuten oder so dauern sollte, dann nehme ich halt noch einen neuen Part auf. Und dann ist auch der hier für die Tonne. Ist okay, kein Problem. Ich hab die Zeit. Eigentlich nicht, aber egal. Jo, letztes Mal haben wir nämlich dieses Level hier angefangen und hängen in dem Level noch drin, weil das Level ist sehr lang. Und was ich auch was ich in den 16 Minuten auch so ein bisschen gesagt habe, war, dass es schade ist, dass man ein Level nicht speichern kann. Ich würde das Level hier gerne speichern und sagen, ich mache wann anders weiter. Kann ich aber nicht. Wenn ich das Spiel schließe, muss ich das Level von vorne spielen. Das ist ein bisschen unschön. Weil das doch ein sehr langes Level ist, wie man sieht. Keine Chance. Und das genau das ist halt praktisch auch vor 16 Minuten lang passiert. Genau das. Okay. So. Drückt mir die Daumen, dass es hinhaut. Ja! Es war so gut, den Part neu anzufangen. Ihr hättet jetzt 20 Minuten mir zugeguckt, wie ich dessen Mist spiele. So ist es besser. Oh. Mama. Okay. Es war gut so. So, jetzt muss ich mich hier... Ja gut. Einfach Stück für Stück hochporten. Okay, hier einen kleinen Sprung. Das ist wieder okay. Das sieht alles noch okay aus. Das sieht alles noch okay aus. Und oh moin, da kommt sogar ein Dreifachsprung noch in dem Level. Das ist halt die nächste Frage. Na, ich weiß nicht, wie lang dieses Level noch ist. Und jetzt hier 20 Minuten. Nur den Teil würde ja bedeuten, dass auch der Rest des Videos sozusagen dann nicht viel Neues ist. Und so kriegen wir es vielleicht hin, dass der Rest des Videos jetzt noch ein bisschen was noch Neues ist. Weil wir jetzt gerade mal mit dem Level angefangen haben. An der Stelle. So, jetzt muss ich hier rum. Ich muss erstmal hier runter. Dann muss ich den Sprung schaffen. Dann muss ich den Sprung schaffen. Jetzt haben wir es. Oh, yes. So, jetzt ist der Doppelsprung gespeichert. Und jetzt müssen wir einfach hier hoch. Okay, jetzt muss ich hier durchkommen. So nicht. Aber wir haben ja den Checkpoint gerade erst gehabt. Und da ist auch direkt der nächste. Muss ich... Okay, aber ich muss mich jetzt durchporten. Ja, das schafft man auch. Okay. Oh mein Gott, jetzt kommen wir besser voran. Oh, ich meine, überlegt euch das mal. In dem Part, den ich gerade aufgenommen habe, also der ursprünglich der zweite Part hätte werden sollen von dem Level, sind wir jetzt immer noch da drüben am Sterben. Und jetzt sind wir hier viel weiter. Also das ist, denke ich, so besser gewesen. Oha. Ach nee, ich muss runter. Verstanden. Und jetzt? Was ist jetzt los?
Ich verstehe zwei Dinge nicht. Ich verstehe zwei Dinge nicht. Punkt 1. Ich brauche den roten Kristall da unten, um durch die rote Barriere zurückzukommen. Dann habe ich zwar den Dreifachsprung, aber keine rote, also keinen Sprung mehr durch die Box. Wie soll ich durch die Box kommen? Oh, ich hab hier schon so ein Ding. Jetzt habe ich es nicht mehr. Hä? Wieso hatte ich gerade so ein Ding? Ich hätte damit voll tricksen können, oder? Ach, ich krieg hier einfach eins, oder wie? Und nutze dann das hier nicht. Okay, dann hat sich meine Frage erledigt. Wenn ich hier einfach eins zusätzlich bekomme. Ach so. Und dann hat sich meine Frage, wie gesagt, erledigt. Das habe ich nicht gewusst, dass ich hier einfach... Jetzt kriege ich keins zusätzlich. Ist das so gedacht, dass man das nur berührt und es nicht einsammelt? Ist das so gedacht oder cheate ich das jetzt? Weil wenn ich es einsammle, ist es ja weg. Und dann kriege ich nur das da unten. Aber ich kann es scheinbar auch ganz knapp dran vorbei. Und sammle es dann nicht ein. Ich bin verwirrt. Ich bin jetzt bei der Stelle, bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Au. Ja, hä? Okay. Weil so kann ich es mir vorstellen. Dass wenn ich den jetzt noch da oben habe, dass ich dann zurückkomme. Das kann ich mir vorstellen. Aber anders kann ich es mir nicht vorstellen. Aber die Frage ist, ist das jetzt intended oder nicht? So, und jetzt muss ich... Das wird ja auch nochmal interessant. Okay. Also ich muss in einem Sprung bestimmt da durchkommen, durch beide große Stacheln. Weil, was ich nicht weiß, ist, ob die Kugeln meinen Sprung resetten. Ich hoffe mal ja, sonst kann es ja nicht, es kann ja nicht gehen. Wenn die Kugeln nichts resetten, kann es ja nicht funktionieren. Ich bin trotzdem sehr überfahren. Ach so, doch, ich verstehe es. Selbst wenn ich das Ding da oben einsammle, ich sammle den Dreierstern ein und dann gehe ich speichern. Und dann habe ich den Dreiersprung hier oben. Okay, verstanden. Das ist nicht, ja, verstanden. Das ist nicht das, okay. Okay, das ist, ja, dann hat sich die Sache geklärt und es ist Zufall, dass man das hier so einsammeln kann. Okay. Ist aber interessant zu wissen, dass das geht. Kann ich das eigentlich zweimal einsammeln und hab's dann zweimal? Bestimmt nicht. Und dann könnte ich das komplett cheesen. Schade. Hätte gerne komplett gecheased. Die Stelle da sieht nämlich nicht angenehm aus. Oh Mama, oh Gott. Ja. Like this. Aber wie gesagt, das ist besser als an der anderen Stelle jetzt noch zu sein. Ne? Wir werden jetzt immer noch 5 Minuten an der anderen Stelle. Ich würde immer wieder an den ganz knappen Sprüngen an dem Rand sterben. Und dann würde ich einfach den Part beenden. Also, da habt ihr wirklich nichts verpasst.
So. Wie machen wir das jetzt hier? Ich muss da komplett durchspringen können. Ja, so wahrscheinlich. Puh, das Problem ist halt, dass ich hier noch nicht sehe, wie es geht. Und das macht solche Sachen dann immer schwieriger, wenn man nicht weiß, wie es geht. Wenn man noch kein Gefühl dafür hat. Das macht sowas dann immer ganz, ganz schwierig. Weil ich dann nicht weiß, an welcher Stelle muss ich sozusagen die Sprünge setzen. Wo darf ich zwei Sprünge einsetzen? Wo nur einen? So, das ist das Ding. Ich meine, ich kann auch hier versuchen, mit einem Dreiersprung durchzukommen. Vielleicht darf ich gar nicht mit einem alleine da durch. Vielleicht muss ich den Dreier hier einsetzen. Und vielleicht wird der Dreier immer an jeder Kugel resettet. Das kann ja sein. Das wäre ja gut. Müssen wir halt jetzt mal ausprobieren. Ja, also das resettet alles. Okay, gut. Dann wissen wir schon mal Bescheid. Dann war mein Anfangsversuch hier sozusagen mit einem Sprung durchzukommen völliger Schwachsinn. Ich kann da mir Zeit lassen und mich durchmanövrieren in Ruhe. Das ist gut zu wissen. Das macht es schon mal einfacher. Es wäre wahrscheinlich anders gar nicht möglich. Ich weiß es nicht, ob es möglich wäre oder nicht. Keine Ahnung. Es erschien mir jetzt nicht so. Ja, okay. Okay, dann kommen wir durch. Dann kommen wir ganz gut durch. Dann habe ich nichts gesagt. Na, das geht dann. Ich dachte, ich muss halt mit einem Sprung da durch und das erschien mir nicht möglich. Und das ist es wahrscheinlich auch nicht. Okay. Huch. Imagine, man bekommt so ein Level in der 10-Leben-Challenge oder so Zeug. Das, ja. Aber ist ja bei Mario Maker nichts anderes, ne? Da kannst du ja auch im Endlos-Modus cooles Zeug kriegen, was ganz gut läuft und sowas hier. Einfach so ein Panga-Level. Dann sind die 30 Leben sofort weg. Aber das Level hier ist ja cool, also gar keine Frage. Sonst würde ich es halt auch nicht weiterspielen. Es ist ja echt richtig cool gemacht. Also ich bin ja begeistert. Okay, das wär's gewesen. Wir waren echt nah dran. Wenn ich da unten bin, ist es nicht mehr weit. Wenn ich den Sprung geschafft habe auf die letzte Kugel, ist es nicht mehr weit. Weil dann kann ich hier nochmal zwischenlanden und dann nur noch zurück zum Anfang. Das kriegen wir hin. Ich bin guter Dinge.
Und jetzt ungefähr war die Stelle, wo ich vor Wut, also Wut in meinem Sinne, ne, den anderen Part beendet habe und gesagt habe, nee, Freunde, nee, wir starten nochmal. Wir starten nochmal. Keiner wird diese 15 Minuten sehen. Weil wir halt nur an der gleichen Stelle immer wieder gestorben sind. Und nee. Nope. So ist es besser. So ist es besser. Hier sehe ich mich. Hier können wir ein bisschen rumspielen. Das ist okay. Das ist so ein kompletter Abschnitt und nicht nur eine einzelne Stelle oder sowas. Das ist okay. Da bin ich einverstanden mit. Dass wir hier ein bisschen brauchen. Das kann ich kann ich akzeptieren. Weil man ja doch eben Stück für Stück vorankommt. Ja, das war okay, aber noch nicht perfekt. Aber ihr merkt, wir kommen voran. Na, jetzt haben wir da unten schon ein bisschen mehr erreicht. Und das ist halt ein Unterschied zu der Stelle vorhin, wo ich halt wirklich immer nur, immer das Gleiche, Viertelstunde lang. Ich dachte, nee, das zeige ich euch nicht. Nee. Das seht ihr nicht. Das nehmen wir einfach raus. Das hat es nie gegeben. Ja, das war gut. Das war gut. Wenn ich jetzt noch weiter gesprungen wäre, hätten wir es gehabt. Ach Mist. Nein, zu bald. Ich muss mich da erst ein bisschen fallen lassen, sonst hüpfe ich zu hoch. Wie man gerade gut gesehen hat. Nein, dann hüpfe ich nicht weiter. Immer die gleiche Spitze, ey. Was ich gerade gesagt habe. Ich möchte bitte nicht mehr an dieser Spitze sterben. An anderen Stacheln erstmal okay, aber nicht an dieser Spitze. Das ist die Spitze. Die ist jetzt tabu. Okay, cool. Ja, da unten ist okay, aber nicht an dieser Spitze. Ach Scheiße, ich habe vergessen, dass ich nur einen Sprung habe.
Ich will an diesem Tor bitte auch nicht mehr sterben. Aber das wird nicht funktionieren. Ich glaube, bei der Spitze kann ich es wirklich verhindern. So ein bisschen, indem ich dran denke. Aber dieses Tor hier, ja, das ist halt... Das ist halt ein kritischer Sprung. Das ist halt einfach ein kritischer Sprung. Da machst du nichts. Oh, ich hab irgendwie komplett vergessen. Das, ja. Habt ihr selber gesehen, was ich vergessen habe? Nachdem ich in den Abgrund gesegelt bin, ist es offensichtlich. Nein. Ich muss mich hier ganz kurz zurücklehnen. Und beruhigen. Einfach nur beruhigen. Alles gut. Na, wir haben Spaß. Wir spielen ein schönes Spiel. Das macht ganz viel Spaß. So ist es. Na, es könnte viel schlimmer sein. Ich würde allerdings so langsam dann gerne an Sachen sterben, an denen ich sterben kann, im Sinne von, ich stelle mich nicht komplett dämlich an. Das wäre mir ganz recht. Weil gerade sind die Tode, ja. Gerade sind die Tode ziemlich nervig. Wenn ich da unten sterben würde, okay. Mal bei dem letzten Sprung, okay. Kann ich hinnehmen, weil den habe ich noch nicht so oft gespielt, aber den Anfang hier da zu sterben ist eigentlich schon blöd. Da unten ist okay. Da unten war ich noch nicht so oft, das habe ich noch nicht so drin. Das ist okay. Ist zwar ärgerlich, aber okay. Aber hier oben ist nervig. Wow, über die Kugel drüber geht auch. Nicht empfehlenswert, geht aber. Aber auch der Tod war wieder okay, im Sinne von, na, da waren wir noch nicht so oft. Das ist das, was ich noch rausfinden muss, wie ich da am besten durchkomme. Aber Dinge, die ich schon geschafft habe und dann zu sterben, ist nervig. Da war wieder diese Spitze. Aggression steigt leicht. Holt den Salzstreuer. Wie gesagt, aber nach der Kugel weiß ich halt noch nicht genau, wie es weitergeht. Ich würde gern versuchen, dann wieder hier hinzukommen, wo ich jetzt stehe. Ich denke, das muss ich auch. So fällt was jedenfalls nicht raus. Obviously finden wir es so nicht raus. So auch nicht. So auch nicht. So übrigens auch nicht. Dann ist halt noch die Frage, ob der Dreisprung von hier... Nee, das geht klar. Das geht klar. Das kriegen wir hin. Okay. Klar bin ich dann aufgeregter, wenn es wirklich der Fall sein sollte, dass es drauf ankommt. Aber das hat sich gerade durchaus machbar angefühlt. Also der letzte wirklich, das letzte große Problem ist die Kugel. Von der Kugel wieder hier hin. Das ist ein Problem noch.
Alles andere haben wir jetzt schon haben wir jetzt grundsätzlich schon mal geschafft. Aber von der Kugel hier hin gestaltet sich noch problematisch. Können wir bitte nicht mehr da hinten sterben? Nein, dann wieder die blöde Spitze. Diese scheiß blöde Spitze war da wieder. Nein. Ah. Nein, so wie. Aber das war mit einer der besten Versuche bisher. Oh, okay. Ich dachte, das reicht, aber es reicht offenbar nicht. Ja, moin. Oh, ey. Es ist alles gut. Es wird alles gut. Es ist nicht alles gut, aber es wird alles gut. Not like this. Beruhigen. Beruhigen, es ist alles gut, alles fantastisch, die Sonne scheint, die Blumen blühen, die Vögel singen, an Tagen wie diesen. Kids like you. Be burning in hell. Ach ja, schönes Spiel. Wahlweise auch ein schönes Lied an Tagen wie diesen und den toten Hosen. Ja. Wünscht man sich Unendlichkeit. Ja! Junge, Fassa. Oh, der Checkpoint ist weg. Oh, der Checkpoint ist weg, aber die Figur auch. Aber dadurch, dass ich die Figur, dadurch, dass ich das Ding nicht einge... Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott, der Checkpoint ist weg. Meine Theorie geht nicht auf. Ich muss es am Stück schaffen. Aber dadurch, dass ich das Ding da oben noch habe, kann ich mich ein bisschen durchtricksen sogar. Ich glaube, ich werde es nicht nutzen. Am Ende geht es sogar noch schief. Aber ich kann jetzt ein bisschen, also ein bisschen kann ich tricksen. Ich muss jetzt aber den Sprung hier schaffen. Gott, Leute, ich bin, oh ja. Oh! Oh, das zählt gar nicht. Das zählt gar nicht mehr. Okay, ja gut, ich kann nicht tricksen. Ich muss einen Dreisprung da jetzt durchschaffen. Ich muss einen Dreisprung da jetzt durchschaffen.
Der Checkpoint ist weg. Ich habe das noch gar nicht registriert. Ja! Ist das hier nur Deko? Achso, das ist nur Deko. Ich wollte da bewusst nicht rein. Aber da passiert gar nichts. So, kommt jetzt ein Bossfight? Oder was kommt jetzt? Ah ne, kommen einfach erstmal weite Sprünge. Sehr weite Sprünge. Ziel! Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Insgesamt 1,25 Stunden. Also 1,5 Stunden. Videotechnisch 1,25 Stunden. So waren es 1,5 Stunden. 556 Tote später. Yo. Nächstes Mal dann die Blue Coin Challenges 2 von Echo Mask. Na, wir werden einfach hier mal reingucken. Vorsichtig. Wie lange dauert das Level? Hm, alles klar. Puzzle, kein Troll. Okay. Was hat Erki gesagt? Adventure, ja, passt. Spike-Centric passt auch. Und Gimmick-Centric, ja, es passt alles. Boah. Leute. Wahnsinn. View in Editor. Ah, man kann... Okay. Lol, was ist das da unten? Das sieht ja interessant aus, okay. Aber man kann also... Ach, das sorgt wahrscheinlich für die Effekte. Ja, okay, verstanden. Das sorgt für die Effekte. Aber man könnte sozusagen Folgendes machen. Dann ist es zwar kein offizielles Schaffen des Levels, ne? Aber man könnte theoretisch sich das Level hier umbauen. Kann ich das jetzt spielen? Kann ich jetzt starten, das Level? Hä? Ach so, weil hier die Flagge auch ist, ne? Wartet mal kurz. Starte ich jetzt an der anderen Stelle? Keyboard Shortcuts. Warp Player to Maus. Ah! Es ist noch viel einfacher, als ich gerade... wollte ich nicht. Es ist noch viel einfacher, als ich gerade dachte. Oh, ich will hier gar nichts zerstören. Ich will eigentlich... Ah, jetzt. Ich muss also gar nicht... Ah, okay, ich könnte sozusagen das Level spielen. In dem Sinne, im Editor könnte ich sozusagen spielen und sagen, wir haben das letzte Mal, haben wir es soweit geschafft. Und ja, okay. Das könnte man also machen. Man könnte sagen, im letzten Mal haben wir es soweit geschafft und dann spielen wir es im Editor zu Ende, das Level. Dann ist es kein offizielles Schaffen, ne? Aber ist an der Stelle mal geschenkt. Das wäre eine Möglichkeit. Okay. Gut zu wissen.
Gut zu wissen. Alternativ könnte ich mich auch einfach dann ins Ziel setzen und sagen, hey, wir haben das Level geschafft. Nein. Aber gut zu wissen, dass das möglich ist. So könnte man notfalls, wenn man sagt, wirklich, ich habe überhaupt keine Lust mehr, ne? Dann könnte man wahrscheinlich wirklich sagen, notfalls, okay, hier. Alles gut. Wir spielen so das Level zu Ende. Dann zählt es halt nicht offiziell als geschafft. Aber fürs Video wäre es okay. Fürs Video wäre es okay. Gut. Weiß ich Bescheid. Nächstes Mal, wie gesagt, die Blue Coin Challenges von Echo Mask. Mal gucken, was da passiert. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Für meinen Ehrgeiz. So. Tschüss.